Das ist so die erste Phase im Kampf, wo man doch schon ein bisschen Kraft gelassen hat und er sagt, du hast viele Runden Sparring gemacht, du hast es drauf, du kannst das Tempo gehen. Das wird ganz entscheidend sein. Jetzt die fünfte Runde. Lechina bislang mit Punktvorteilen. Das war ein bisschen tief und das hat Referee Howard Forster sehr gut gesehen. Der Mann aus Doncaster, England, der bislang hier gar nichts zu tun hatte. Absolut fairer, sauberer Kampf auf einem sehr guten, auch boxerischen, technischen Niveau. Aber das kennt man von Lechina, der ja als Amateur Dritter bei den Europameisterschaften war. Im Halbschwergewicht, hat auch als Berufsboxer im Halbschwer angefangen, aber hatte große Mühe, dieses Limit unter 80 Kilo zu bringen und fühlt sich im Cruiser deutlich wohler. Ja, Cora versucht wieder, Fahrt aufzunehmen. Ja, Lechina hat mal ganz kurz die Auslage gewechselt. Fand sein Trainer nicht so gut. Ja, sieht man auch die Routine von Lechina, wie er hier ganz geschickt den Schlägen von Felix Cora Jr. aus dem Weg geht. Und dann die Rechte. Aber es wird wahrscheinlich hier auch eine Kraftfrage in diesem Kampf. Der dann vielleicht im Schlussteil noch was zum Zusetzen hat. Ganz unten Carsten Röver. Beide sollen mit den Köpfen aufpassen. Muss immer wieder diese kurze, trockene Rechte bringen. Ist natürlich ein gutes Mittel gegen einen Rechtsausleger. Oh ja, guter Uppercut von Felix Cora Jr. Ja, gute Runde, vielleicht. Und da muss sich Lechina wieder ein bisschen Respekt verschaffen. Da braucht er die rechte Schlaghand. Aber er kann auch nicht jeden Schlag mit voller Power bringen. Dann wäre er viel zu schnell müde. Wäre gut beraten, mal wieder zum Körper zu gehen. Da ist Felix Cora ziemlich offen. Ja, kann er nochmal das Tempo forcieren zum Ende von Runde 6. Wäre wichtig. Ansonsten ist diese Runde weg. Ja, da wird auf engstem Raum ordentlich ausgeteilt. Ja, und die Runde dürfte beim, wie eingangs gesagt, erst seit einem Jahr der Coach von Felix Cora Jr., der bei seinem Vater das Boxen gelernt hat, auch ein früherer Berufsboxer. Mit 12 Jahren kam er zum Faustkampf, war viele Jahre Amateur. Hier haben wir die Wertung der britischen Kollegen. Die haben die China mit 4 Punkten vorn. Ich habe es ein bisschen enger, aber auch bei mir zur Halbzeit des Kampfes Vorteile für Lechina. Also er hat es in der Hand, er kann
diesen so wichtigen Kampf für sich gestalten. Oh ja, letzte Ermahnung. Klar in Ansprache und Gestik. Beim nächsten Mal, beim nächsten Tiefschlag, gibt es einen Punktabzug für Lichina. Muss er wirklich aufpassen. Ja, mit 12 Jahren kam Felix Cora Jr. zum Boxen. Sein Vater nahm ihn mit in den Galveston Box Club. Er sagt selbst, es gab nichts zu tun in Galveston und auch heute gibt es auch nichts zu tun. Man kann sich maximal Ärger auf der Straße einholen und für ihn war es ein Glücksfall, dass er zum Boxen gekommen ist. Felix Cora Jr. versucht den Kampf wieder an sich zu reißen, bestimmt ihn. Ja, gute Linke von Lichina. Muss bei dieser Taktik bleiben. Sehr schöne Aktion jetzt wieder. Ja, beide gehen hier in ordentliches Tempo und die Frage an den